Den Preis haben wir ja damals zu dritt gekriegt. Christina Hennel, Natascha Niklaus und ich. Und haben den als mutmachend und stärkend erlebt. In einer politisch doch recht turbulenten Zeit. Es war gerade die Reform verabschiedet worden, wo klar war, wir werden in Deutschland weiterhin eine restriktive Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch behalten. Und der Preis, der ist für uns eigentlich ein Symbol dafür, dass die öffentliche Meinung in einer großen Diskrepanz zu den politischen Entscheidungen steht. Ich wünsche mir, dass Frauen selbst und frei darüber entscheiden, ob sie ein Kind haben wollen oder nicht, wie Ärzte noch nicht mehr kriminalisiert werden, Frauen genug Informationen bekommen und ja, ich glaube, dass ich das noch erleben werde.